Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Stellaris und zur Vereinigten Stellaren Republik. Wir haben ja jetzt schon mal neue Schiffe entworfen. Also, da will ich mal gucken, wie so eine Flottenkonstellation aussehen könnte. Vorher wollte ich noch mal kurz schauen. Die Flottenkapazität wird ja erst in 72 Monaten erhöht. Dann haben wir eine 110er Flottenkapazität. Und so ein großes Teil. Wir wollen noch mal kurz die Flotten aufrufen. So einer hat anscheinend so eine 8er Größe. Oder? Also wenn er hier schon 32 Plätze einnimmt, ja? So sind das. Von 90 Befehlslimit benutzt. Okay, 90 haben wir anscheinend schon. Es kommen dann 30, 120er Befehlslimit werden wir haben. Wie kann da eine Komposition aussehen? Schauen wir mal ganz kurz. So. Hier konnte man doch irgendwie eine neue Flotte, also neue Flotte. Acht nimmt der weg. Das ist Wahnsinn. Acht. Dann, das ist das Doppelte von dem, genau. Dann zwei von denen. Wobei man, also 120, wir haben 4, 1, 2, also 30. Nimmt der 32 ein. Also 4 Schlachtschiffe. Dann eben ein bisschen too much. Mal 3 Schlachtschiffe. Dass es einfach mal so 8 wegnimmt, ne? 32 dann. Kahn 3. Sind 4. 5, 6, 7. Könnten 7 nehmen. Oder man macht es halt immer zugunsten der kleineren. Also 3 zu 7. Da haben wir schon mal 3-Klasse wäre ja dann so. Was sich das mal überlegt. 7 Stück sind ja dann. Sind ja 4er. Nee, Entschuldigung, genau 4er. Okay, ja, dann die KN2-Klasse. Ist ja mal eine 2er-Größe. 15. Dann die Kahn 1. Dann bin ich nur bei 38. Das ist mir so ein bisschen too much. Man nimmt nochmal so einen großen, ne? Werden wir sehen.
Ich überlege gerade echt, wie man damit umgehen sollte. Oder wir nehmen echt mal diese 90 als Basis. Zehn, elf, zwölf. Machen wir mal 13 raus. Also im Prinzip, diese Flotte hier. Oh, Leute. So, Mensch, entschuldigt. So, Flottenmanager. Wie konnte ich Flotten löschen? Kann ich gar nicht löschen. So, hier. Also wenn wir jetzt 90 haben. Ja, sind es ja um 22,5. Wollen wir mal gucken. Klasse 4. 3. 4er. Davon 6. Dann 22,5. 12 Kreuzer. Und dann den Rest Kahn 1 Klassen. Ist okay so, ne? Würde ich mal sagen. Ja, aber jetzt müssen wir umstrukturieren. Also die erste Flotte hat 7 Kreuzer. Da werde ich mal ein bisschen was rausnehmen müssen. So, Flotte 1, bitte hierhin. Wenn wir damit so ein bisschen rumspielen. Ja, die zweite Flotte ist noch am Aufbau. Wird noch ein bisschen dauern. Schlachtschiffe sind ja auch schon hier. Also noch sind die weit entfernt, ne? Also bis jetzt mache ich mir noch keine Sorgen. Wir müssen hier einfach entspannt weitermachen. Dann werden wir die erste Flotte schon mal so ein bisschen umstrukturieren. So, warten wir mal auf die Ankunft. Oh, die sind schon da. Das ging aber schnell. So, jetzt will ich mal kurz gucken, was werden wir hier abtrennen müssen. Und zwar das ist ja die neue Flotte. Wir brauchen K1-Klasse nur 18. Also 8 Korvetten raus. So, sehr schön. Wir packen die mal hier hin.
Reserve-Korvetten. Ich komme mal mit allen hier hin, die gerade nichts zu tun haben. Siebte Flotte ist hier. Okay. 6, 4. Fünfte Flotte bitte hier hin. Erste Flotte. Dritte Flotte. Achte. Alles hier hin. Alles mal hier hin, Alter. So, einmal mal durchsortieren. Wer ist gestorben? Ein Admiral. Da sorgen wir uns schon um. So, dann. Reserve-Korvetten beim Merkur. Dann. Ja, das sind Korvetten. So, dann. Schauen wir ganz kurz weiter. Flotten. Zack. Dann haben wir hier so, erste Flotte. Dann haben wir hier so neue Flotte. 12 Zerstörer. Einen Zerstörer nehmen wir hier mal raus. Reservezerstörer. Zack. Komm mal hier hin. Hier hin, genau. Dann schauen wir uns mal an, wie es sich gibt mit Zerstörer haben wir ja schon. Kreuzer 6. Kreuzer 7. Ein Kreuzer raus. Reservekreuzer. Die kommen mal. Die parken wir mal hier. So, und dann müssen wir halt schauen, wie wir das handhaben wollen. So, Flotte 1. Oh, Leute, schaut euch mal die Dinger hier an. Nicht ohne. So, jetzt wollen wir ja bei der ersten Flotte wie viele Schlachtschiffe sollen dazukommen. 3. Wie viele habe ich? Construction completed. So, erste Flotte. Und jetzt haben wir die dazu genommen. Jetzt möchte ich die aber auch anpassen. Also wir gehen mal kurz zum Flottenmanager. Was heißt hier Autobestes? Klasse.
So sieht schon mal die erste Flotte aus. So. Die zweite Flotte, wo ist die? Noch ausgebaut, ne? Das dauert hier auch lange, ne? Muss man echt sagen. Ist fast durch, aber. Lassen wir es mal weiterlaufen. Eieiei, erneut wieder so ein Flottenspiel hier, ne? Es ist, ist zum Mäusemelken, aber ich glaube, jetzt haben wir es dann auch. Noch ein Admiral ist gestorben. Müssen wir nochmal schauen, dass es auch alles klappt. Weil Leute, die ganzen Gouverneure und so weiter sterben uns hier weg. Planeten und Sektoren. Dolok. Nehmen wir mal 9. Warten wir mal drauf, dass die Flotte 2 durch ist. Ach, diese ganzen Schiffe hier nerven, ne? Gehen wir mal ganz kurz raus. So, wie sieht's aus? Eieiei, das dauert aber, ne? Die Vereinbarung wird fortgeführt natürlich für die bessere Forschung. Abwarten, abwarten. So, dann haben wir hier jetzt schon mal die zweite Flotte auch schon mal gemacht. So, 3 große. Jetzt überlege ich gerade. Kann ich hier überhaupt Schlachtschiffe bauen? Bei unseren Werften hier? Kann man. Super. Ja, jetzt die Frage ist, erste Flotte ist hier, die zweite ist da. So. 6. Einen müssen wir schon mal rausnehmen. Einen von den großen. Second Fleet. Das ist ein Kreuzer. Reservekreuzer. So, und dann lassen wir mal langsam weiterlaufen. Und dann. Ein Zerstörer raus. Ein Zerstörer raus. Dann die Korvetten, ne?
Also wenn wir jetzt mal nachschauen. First Fleet. 18. Construction also completed. 8 müssen raus. Second Fleet. Das sind die Korvetten. Nee. Ah, nee. Moment. Das müssen wir korrigieren. Zweite Flotte. Ah, der ist ja schlechter geworden. Den wollen wir nicht. Der wird mal abgewählt. So. Und die zweite Flotte. Müssen wir mal korrigieren. Und dann kommen hier mal Schlachtschiffe. Ich habe nur einen gerade. Gucken wir uns das mal an. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, dass wir den mal umbauen. Und zwar folgenderweise. Wir sagen mal im Manager. Das wird eine KN4-Klasse. Irgendwas stimmt hier nicht. Zwölf, sechs. Warum haben wir einen Zerstörer zu wenig? Third Fleet. Mal nochmal richtig stellen hier. Construction completed. So, wie sieht's aus? Construction completed. Wird die erste Flotte immer noch verbessert? Das nimmt anscheinend echt viel in Anspruch. So, die zweite Flotte muss verbessert werden. Plus. Eieiei, das kostet ordentlich. Was ist das hier? Construction completed. Hä? Leute, ich sehe hier ständig irgendwie so einen Fehler. Was so ein bisschen nervt, ne? Also, wo ist denn das Problem? Also, warum ist dieses Menü so ein bisschen bessern, verbessern? Warum ist das mit diesen Flottenmenüs immer so anstrengend? Warum ist das so?
Verbessern, ja. Bin ich dabei? Construction completed. Wir reißen die mal hier raus. Das will ich mir noch mal kurz anschauen, was hier nicht läuft. Ich habe hier... ein Zerstörer der Bangalore-Klasse. Aha, jetzt sehe ich das. Bangalore. Aha. Wie sieht's jetzt aus? Fliegt mal hier hin. Weil dann können wir die zweite ja auch schon mal... ja, verbessern. Ich will aber noch mal kurz im Flottenmanager schauen. Ja? So wird das was. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's bis dann gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.